Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es sich um ein Gerät, was ich schon jetzt seit längerem Einsatz habe, was ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Ist keine typische Produktvorstellung, aber ich möchte euch halt mal das Gerät zeigen, was da im Einsatz ist. Ich spreche hier vom Wirbelbettfilter vom Aquabee Kurve. Wie ihr seht ihr nicht. Der ist nämlich noch verbaut und ist im Einsatz. Ja, ich baue das Ding mal aus, hole den hier auf den Tisch und dann schauen wir uns den mal zusammen an. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe das gute Stück mal ausgebaut und habe ja auch schon mal soweit alles vorbereitet, damit wir uns den mal genau angucken können. Da kommt gerade ein Hund dran gedackelt. Nicht drüber fallen, Fräulein. Okay. Das hier ist der mittlere von den dreien, die es gibt. Das hier ist der R100. Zu den technischen Daten: Platzbedarf 15 x 17 cm. Also, um das jetzt mal hier nachzumessen, das sind die 17, die wir in die Richtung brauchen, und die 15, das ist die Grundstellfläche, die dieses Gerät tatsächlich braucht. Wir haben hier einen Ablass dran und wenn ich das Ganze mal drehe, könnt ihr sehen, da ist ein Hahn. Damit regle ich im Endeffekt den Durchfluss von diesem Gerät. Verbaut bei allen dreien, glaube ich, ist eine UP1000. Das heißt eine 230 Volt 50 Hertz Pumpe, die dauerhaft 1000 Liter dadurch pumpen könnte. Aber wir haben ja hier den Hahn und an diesem Hahn können wir die entsprechende Durchflussgeschwindigkeit, die wir haben möchten, durch unser Medium, egal was wir da reinbringen, also da kann alles rein. Was ich jetzt momentan hier drin habe, ist der feine Absorber von ATI, der Phosphatabsorber. Und ein bisschen Kohle von denen, die ist ja auch sehr, sehr fein. Und da habe ich halt das Problem, dass tatsächlich unten beim Einlass ich ein Sieb drüber machen musste. Habe auch was Passendes gefunden. Da muss man sich ein kleines bisschen helfen. Also es ist tatsächlich nicht dafür gemacht, extrem feines Material jetzt hier aufzunehmen. Eigentlich für grobe Sachen, also sprich... Normaler Phosphatabsorber gibt es auch so in 2 bis 3 mm Dicke und nicht so fein, wie der jetzt unbedingt von ATI ist. Aber man kann sich dementsprechend helfen. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass man im Vorfeld hingeht und seine entsprechende Kohle oder den Absorber A gut auswäscht, klar, logisch. Und ich sage jetzt mal wässert, gut wässert, so dass er auch schon von sich aus nicht aufsteigt. Weil bei Kohle kann es schon mal sein, dass die aufsteigen. Und gerade wenn wir so ganz feines Zeug haben, dann geht das hier oben durch und geht dann ins Becken rein. So, ich mache den jetzt einfach mal an und dann könnt ihr schon sehen, wie er so ein kleines bisschen aufwallt. Und wir können über den Hahn hier regeln, fast zu, und wir haben eine leichte Bewegung drin. Ich hoffe, das sieht man im Video. Ich versuche das mal so ein kleines bisschen dann hier ran zu zoomen, sodass man hier vorne drauf das sehen kann. Und wenn ich den Hahn volles Programm aufdrehe, dann geht ja natürlich richtig was durch. Und ihr seht selber, da passiert schon ganz gut was. Und warum das so schön in der Schwebe ist, da kommen wir jetzt gleich zu, wenn ich das Ganze nämlich mal euch genauer zeige. Dazu werde ich den Filter jetzt erstmal wieder ausmachen, abbauen, den Inhalt rausnehmen. Und dann werden wir das Ganze uns mal genauer angucken. Oder wir gucken uns die ganzen Einzelteile jetzt sowieso mal etwas genauer an. So, machen wir wieder aus. Nehmen das Ganze vom Strom. Strom wegtun. So, dann gehen wir jetzt erstmal hin und machen den hier oben auf. Ja, ja. Geht ein bisschen straffer. Das ist beabsichtigt, weil hier oben sind drei Gummilippen dran. Die sind dafür da, damit der... Ich sag mal, wenn ihr hier absperrt, dass der Deckel nicht rausgedrückt wird. So, ich hab das Ganze jetzt mal rübergepackt und wir gehen jetzt mal an die einzelnen Sachen dran. Fangen wir oben an, ist das einfachste. Wir haben hier oben ein grobes
Sieb, einen groben Siebansatz, der dafür da ist, um mir meine Filtermedien zurückzuhalten. Wenn ich jetzt extrem feine Filtermedien habe, muss ich darauf achten, dass halt die Durchflussgeschwindigkeit so eingestellt ist, dass es nicht rausgetragen wird. So, das kann man abmachen hier oben, abdrehen und dann kann man hingehen, das Ganze reinigen. Wie gesagt, das Ganze ist in gewohnter Aquabi-Kurve-Qualität aus sehr dickem Material gefertigt, sehr dickes Acrylglas. Frag mich jetzt nicht, wie dick, doch könnt ihr. Da was zum Messen. Also das hier sind nach Adam Riese und Eva Zwerg. Oh, so Pi mal Daumen 4,5–5 mm. Das ist schon mal für den Einsatz hier ziemlich kräftig. So, haben wir das schon mal grob gereinigt. Sieht auch wieder ganz hübsch aus. Jetzt nehmen wir den hier mal. Und wie gesagt, das Sieb ist dafür da, dass wir halt, wenn wir grobe Filtermaterialien nutzen, das ist aufgehalten. Wir werden auch gleich mal hingehen und hier grobe Kohle reinpacken, damit ihr mal seht, wie das im Endeffekt aussieht. So, und die Scheibe ist dann auch wieder schön sauber. Ihr habt hier auf der Innenseite eine entsprechende Führung draufsetzen, damit das dann passt. Und dann kann die Schraube wieder rein. So, und dann ist es wieder einsatzbereit. Ach ja, nochmal zu den Maßen, um auf die Maße zurückzukommen. 17 cm breit, 15 in der Tiefe und 49 hoch. Hatte ich eben übersehen. So, dann haben wir hier den entsprechenden Regelhahn. Der ist auch so ein kleines bisschen dreckig geworden. Das ist im Prinzip nur ein ganz normales Rohr mit einem Kugelhahn drin. Darüber gehe ich hin und regel meinen Durchfluss. So, und jetzt wird die Sache interessant. Jetzt nehme ich hier das Ganze mal ein kleines bisschen auf Seite. Und dann versuchen wir mal, den Rest zu zerlegen. Weil, wenn ich hingehen will und diese Pumpe reinigen möchte, die da unten drin steht, die ihr übrigens im laufenden Betrieb übrigens gar nicht hört. Also das ist schon mal ein ganz dickes Plus an Aquabi mal wieder. Die UP1000 da unten ist da drin fest verbaut. Lässt sich reinigen, ja klar, muss ich aber ein paar Kleinigkeiten für machen. Dafür muss ich eine Kleinigkeit zerlegen. Jetzt gehe ich erstmal hin und mache das Rohr hier komplett leer. Ja, wenn man jetzt hier hingeht, hier seht ihr, da ist die Tutto Completo drin verbaut. Hier vorne ist noch ein entsprechender Ansaugschutz und das Ganze sieht natürlich richtig schön gebraucht, verschmoddert aus. Ja, habe ich auch gebraucht. Machen wir das Ganze mal umgekehrt und lassen das Ganze mal hier so raus. So. Jetzt habe ich natürlich nicht alles so richtig daraus. Ja, hier ist mein Medium und das sieht natürlich jetzt gar nicht so toll aus. Jetzt gehe ich erstmal kurz runter in den Keller, spüle das Ganze einmal durch und dann sehen wir uns direkt wieder. So, da bin ich wieder. Einmal grob durchgespült und auch schon mal den Dreck ein kleines bisschen entfernt, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Und ihr seht jetzt hier drin ist so eine kleine Kuppel. Das ist ein ganz einfaches T-Sieb, was ich hier drin habe. Was im Prinzip kopfüber da unten reingestülpt wird. Das hat jetzt einen Durchmesser hier von, lass mich nicht lügen, außen sind das ja fast 9 cm ungefähr. Haben wir dann hier 9? Ja, 9,2, 9,3 ungefähr so in dem Schnitt. So, das ist ein stinknormales T-Sieb aus Kunststoff. Das habe ich da unten reingepackt, damit das feine Material, also sprich mein Filtermedium hier, wenn ich die Pumpe ausmache, nicht unten durch die Löcher wieder zurückgedrückt wird. Das ist nämlich so ein kleines bisschen das Problem, wenn man so ganz feines Material benutzen möchte. Da muss man so ein kleines bisschen, ich sag mal, tricksen. Aber die Dinger gibt es überall zu kaufen, müsst ihr ein kleines bisschen suchen. Kein Metall bitte nehmen, ganz wichtig, Kunststoff, nehmt Kunststoff. Und dann setzt ihr das einfach verkehrt herum unten rein
Genau, so nicht. Also, einfach so verkehrt rum rein. Dann habt ihr eine Abdeckung unten drin. Aber ihr habt eben gesehen, es funktioniert trotzdem. So, das ist aber nicht das, was ich euch jetzt zeigen will. Weil wir haben hier unten haben wir einen entsprechenden Kopf. Da sind Schlitze drin. Und diese Schlitze sind, ich sage es mal, angeschrägt in entsprechende Flussrichtung. Damit das Ganze in Rotation versetzt wird. Dafür ist das gedacht. Da kommen wir gleich nochmal genau zu. Jetzt gehen wir hin und bauen mal den entsprechenden Motor unten aus. Dafür benötige ich dementsprechend gleich Werkzeug. Muss man genau gucken. Da brauchen wir einen Kreuzschraubendreher für. Ich habe mal wieder bei meiner Frau geklaut. Ja, der wunderschöne Blümchenschraubendreher. Wobei, wenn die das kriegt. Spätestens, wenn sie das Video sieht. So, dann machen wir hier mal den Deckel unten ab. Das sind Kunststoffschrauben, also vorsichtig drehen. Auch nachher beim wieder zusammenbauen. Nicht zu fest. Also normalerweise, gerade die Aquavipumpen, die laufen ja sowieso wie, ja, was soll ich sagen? Einwandfrei, ohne Probleme. Eingesetzt sollte so ein Filter sowieso in einem Bereich werden, der im Klarwasser, also Klarwasserbereich, hinterm Abschäumer am besten und hinterm Fließfilter oder ähnlichem, damit da sowieso nicht so viel Dreck reinkommt. Ganz wichtig. Also ich würde den definitiv nicht in einem Bereich einsetzen, also kann ich hier drin lassen und verdrehen. So, jetzt haben wir hier die UP1000 und können die ganz einfach hier unten rausnehmen und uns so ein kleines Ding mal angucken. Ganz wichtig, wenn ihr den Kopf hier abzieht, nicht verkanten, ansonsten bricht die Achse. Das habe ich auch schon mehrfach hingekriegt. So. Und dann können wir den Läufer uns anschauen, rausziehen, den Läufer reinigen. Hier ist auch noch ein bisschen Schmodder dran, aber nicht weiter schlimm. Innenbereich gehe ich gleich mit der Zahnbürste rein. Ein bisschen, oh, da liegt sie doch und sagt nichts. Das passt nämlich genau. Einmal kurz mit der Zahnbürste rein, die in das klare Wasser. So, dann ist da unten schon mal wieder alles safe. Na, Roni? Nein, hier nicht jetzt. Genau. Gucken wir uns den Läufer nochmal an, aber wie ich den kenne und wie ich die Läufer von Aquabee kenne und von den Pumpen generell, ist da nichts dran. Alles safe. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Kappe abzieht, zieht sie gerade nach oben ab. Diese süße kleine Keramikachse hier sorgt nämlich dafür, dass es wirklich schön leise läuft. Aber das funktioniert nur, wenn die intakt ist. Auch wenn sie gebrochen ist, würde das Ding theoretisch laufen, aber dann habt ihr eine Akustik, dann hört ihr das. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Schmodder drin. Also viel ist es nicht, aber immerhin. Mal eben schauen, das passt auch. So. Und dann vorsichtig, Moment, kann man am besten abmachen und dann kann man hier genau reingucken, dass man hier oben dann auch genau trifft, dass das drin ist. Und dann kann man da Druck drauf ausüben, gerade runterdrücken, sauber nach oben drehen. Das Caption wieder drauf. So, dann haben wir da eingeschoben. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen sauber. Nur ein bisschen. Weil es ist sowieso eine Kunststoffoberfläche und auf einer Kunststoffoberfläche sabbelt sich sowieso sehr viel, sehr schnell wieder an. Das ist normal. Es werden einige natürlich sagen, jetzt muss ich jetzt mal das ganze Ding da rausholen. Ob ich jetzt hier nur den Hahn da oben, also sprich die Röhre rausnehme, wie zum Beispiel bei einem Nios. Oder einmal wirklich tut komplett das Gerät hier so, wie es ist. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Finde ich so okay. So, dann setzen wir es wieder zusammen. Wie gesagt, beim Andrehen erstmal da drauf achten, dass es nicht zu fest. Es muss eine gewisse Festigkeit haben, aber nicht zu fest. Nach fest kommt ab und ab geht bei diesen Kunststoffschrauben sehr, sehr schnell.
So oft müsst ihr den auch nicht reinigen. Also wenn ihr den Eindruck habt, da kommt nicht mehr so viel durch, erstmal das Medium reinigen, erstmal die Öffnungen reinigen. Und dann könnt ihr hingehen und sagen, okay, ich mache hier unten auf und guck mir den Motor nochmal genau an. Aber eigentlich laufen diese Pumpen ziemlich gut, ohne Probleme weiter. So, wo es wirklich interessant wird, richtig interessant, ist tatsächlich hier bei diesem extrem feinen Material, was ich hier habe, oder feinerem Material, ich sag mal so 2-3 mm Absorber. Da braucht ihr übrigens dann unten keinen zusätzlichen Schutz. Ich packe den jetzt hier wieder rein und wieder falsch rum. Also mit die Kappe nach unten genau draufsetzen und dann kann ich hier anfangen wieder einzufüllen. Das Wasser hier ab. So, packen wir das gute Zeug wieder rein. Das ist einmal normaler Phosphatabsorber und eine Kleinigkeit von Aktivkohle, also die gute Aktivkohle von ATI. Die ist ja auch sehr fein und das kann man ruhig zusammenpacken, das macht nichts untereinander. Also ich habe da noch nie negative Eigenschaften oder negative Auswirkungen gehabt, wenn ich das vermischt habe. Das einzige Problem ist halt tatsächlich, wenn ich merke, eins ist verbraucht, dann muss man halt tatsächlich beides wechseln. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel meinetwegen Absorber habe, der relativ zügig voll ist, weil ich ein stark belastetes Becken habe, dann muss ich natürlich auch dann relativ zügig meine Kohle wechseln, die vielleicht noch nicht gewechselt werden müssen. So, das ist dann der Nachteil, wenn ich alles zusammenpacke. Darauf achten, dass hier oben alles sauber ist und dann wieder die Moment Handtuch. Die Kappe sauber draufsetzen. Dann machen wir hier die Drosselung mal ein bisschen rein. Genau. Ich habe es mal wieder richtig vorbereitet, nämlich gar nicht. Ach, der Kerl, der ist schon wieder super. Aber es geht. So. Und auf geht's. So, und ihr seht selber, es wird ein kleines bisschen hochgetragen. Gerade wenn es jetzt auch frisch ist, ein kleines bisschen zurückregeln. Das ist nicht zu viel. So. Und jetzt könnt ihr sehen, dass dieses feine Material schön in der Schwebe gehalten wird. Das ist ja im Endeffekt genau das, was wir haben wollen. Dass es leicht in der Schwebe ist. Etwas zu viel in der Schwebe. Und ihr seht auch, dass da... Ich hoffe, dass man das sieht, dass sich da drin eine Bewegung etabliert, die dann tatsächlich kreisförmig ist. Und dann kann da erstmal überhaupt kein Dreck sich ansetzen, festsetzen. Das ist der Sinn und Zweck, der geht dann, der Dreck, der wird dann aufgewirbelt, geht raus. Ja, so ein kleines bisschen Dreck ist noch drin. Und dann kann ich dann dementsprechend hier drüber den Durchfluss regeln. Ja, alles in allem bin ich mit dem Gerät äußerst zufrieden. Wie gesagt, von den technischen Daten her, die Pumpe verbraucht 10 Watt auf Dauerleistung. Da muss man jetzt keine geregelte Pumpe haben. Sehe ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Eine DC-Pumpe wäre nicht schlecht, sage ich jetzt mal, aber muss nicht sein. Wie gesagt, wenn er im Technikbecken drin ist, dann hört man den auch gar nicht mehr. Ja, alles in allem muss ich sagen, wieder mal ein gutes Produkt der Firma Aquabikowe. Also sprich die Zusammenarbeit von beiden, Pumpentechnik von Aquabi, Design und Umsetzung des Filters an sich von Kowe. Und ja, er tut, was er soll. Ich bin mit dem Ding äußerst zufrieden. Es ist einfach geregelt, aber effektiv. So soll es sein. Am einfachsten ist es, wenn es wirklich simpel gehalten ist. Und so, jetzt lassen wir das Ganze mal wieder hier rauslaufen, damit ich den wieder rübersetzen kann. Und dann machen wir nochmal eine Aufnahme am Becken, starten den da nochmal.
Weil jetzt habt ihr ja im Endeffekt mehr oder weniger immer dieses Plätschern gehört, weil ich hier in dieser viel zu kleinen, in diesem viel zu kleinen Behälter nicht genug Wasser reinpacken kann. So. So, ich bin dann jetzt mal nicht so ganz im Bilde. Bin ich sowieso nicht, ich habe eh keine Ahnung. Wisst ihr ja. So, den muss ich jetzt mal eben hier den Hahn wieder nach vorne drehen. Weil er nämlich exakt bei mir so eingebaut wird. Dann stellen wir den einfach hier wieder rein. Und ihr seht, der passt wunderbar hier rein. Jetzt könnte ich das Ganze noch ausschneiden. Ist aber tatsächlich nicht notwendig. Das überzählige Kabel packe ich mit hier rein. Und ich habe da hinten meine Steckdose. Und dann schmeißen wir mal wieder an. Ihr hört es blubbern. Und ich nehme euch jetzt einfach mal direkt aus der Halterung raus mit. Dann wird es ein bisschen wackelig, glaube ich. Aber ihr seht, da arbeitet das jetzt noch ein kleines bisschen zu viel. So soll es sein. Etwas durchlaufen. Und ansonsten hört man hier nur tatsächlich die Ansauggeräusche gerade vom Abschäumer, weil ich den halt nicht durch den Atemkalk habe, aber ansonsten ja, alles ruhig hier. Die übliche Geräuschkulisse. Kurzer Schnitt, wir sehen uns am Tisch wieder. Ja, Leute, alles in allem mal eine Vorstellung der etwas anderen Art, recht unkonventionell, würde ich mal sagen. Aus dem Gebrauch heraus mal den, ja, wie gesagt, ist ja keine Neuheit. Der ist ja schon eine Zeit lang am Markt. Gibt es in drei verschiedenen Größen, ich glaube 80, 100 und jetzt müsste ich blend's ein. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Da sind entsprechend Aquabi-Pumpen drin verbaut. Alle so, ich glaube, alles bei allen dürfte eine UP1000 drin sein. Und für meinen Gebrauch reicht's. Ich habe jetzt, wie gesagt, kein mittleres Material, was ich jetzt damit mal testen könnte tatsächlich. Dieses ganz feine Material, da müsst ihr halt so ein kleines bisschen ja, tricksen. Dafür ist halt dieser Filter halt eigentlich nicht ausgelegt, aber man kann ihn auch tatsächlich dafür nutzen. Habt ihr ja gesehen mit diesem kleinen Filtersieb. 9 cm muss er im Durchmesser haben, schneidet da oben den Griff ab und die beiden Halterungen und könnt das dann verkehrt rum reinsetzen. Funktioniert wunderbar. Einsetzen grundsätzlich immer im Klarwasserbereich. Die verbauten Materialien, habe ich eben schon gesagt, sind Acrylglas, schön dick, schön wertig, wie wir es auch von Aquabi kennen und von Kove. Und ja, ist halt ein Wirbelbettfilter. Ja, ist jetzt nicht einer mit hochinnovativer Technik. Ich mache jetzt nur diesen einen los und mache dann hab die Motoreinheit am Boden oder wie auch immer. Das kann man sehen, wie man will, aber ihr seht ja selber, wenn ich den Kabel so verlege, dass ich ohne Probleme dran komme, dann ist das mal eben schnell rausgehoben, dann habe ich alles in der Hand, kann es vernünftig sauber machen. Ist für mich, für meine Verhältnisse und Verständnis, ist das okay. Ich habe den Niners Talk auch gehabt, nicht gehabt, den habe ich sogar noch, der steht unten im Keller. Und ja, kann man so machen. Aber ich habe halt immer das Problem, dieses Verdrehen, das hat halt nicht so schön funktioniert. Und hier tatsächlich außen am Hahn ist das schon eine schöne Sache. Finde ich gut gelöst, ist eine Variante, die ich so okay finde. Ja, passt natürlich zum Gesamtbild, klar, logisch. Ne? Technikbecken von Kove, der Abschirmer von Kove, dann muss natürlich auch der Wirbelbettfilter von Kove sein. Klar, logisch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das gute Stück hat natürlich auch seinen Preis. Der 100er kostet 209 Euro. Ist das, ich sag's mal, das übliche Preissegment von Aquabi. Aber dafür habt ihr auch wertiges Material. Von daher einmal kaufen und dann glücklich sein. So soll es sein. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Däumchen nicht vergessen. Euer Walter.